Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia. Ja, wie man sieht, ich habe die Gruppe ein bisschen geändert. Also geändert. Ich habe unser Haustier, Hund, Begleiter, Freund, Hund, Repeat an erster Stelle gepackt und will mal gucken, wie der sich so steuern lässt. Und ja, sonst eigentlich nichts. Ich bin im Menü, weil da schon wieder ein Skit aufgeploppt ist und ich will nicht, dass das irgendwie weggeht und die hat verpasst. Deswegen, ja. Über das Reisen. しかし、こんな形で旅に出ることになるなんて思わなかったぜ。ユリは帝都から離れたくなかったんです。ん?ま、下町なんかに住んでると今日を生きるのに精一杯でね。あんまりまあ、感激するのもいいけど、ほどほどにな。フレンがピンチなんだろう。だから、フレンを心配しながら感激してるんです。わかったよ。Okay. Ja, in der letzten Folge sind wir ja, wir standen ja hier. Ich dachte, wir standen irgendwo da vorne. So, hier ließ sich ja nichts mehr machen, ne? Ich bin ja schon da eingegangen und da war nichts, ne? Hab ich schon hier hinter geguckt. Muss man ja noch mal überprüfen, ne? Und ja, Sachen sind ein bisschen außer Kontrolle geraten, glaube ich so. Also weiß ich nicht. Yuri wollte ja eigentlich nur diesen Mordio-Typen hier. Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Irgendwie hier zur Rede stellen oder so und den sein Blast hier und so zurückholen. Und ja, dann wurden wir irgendwie dafür. Warte mal, habe ich euch schon analysiert? Ja, sind sogar die gleichen, okay. Ja, und dann hat er irgendwie diesen Mordio-Typen getroffen und ist dann mehr oder weniger diese Sache geraten, dass er irgendwie dafür verantwortlich gemacht worden ist, dass irgendwas gestohlen worden ist und so. Und ja, ist alles so ein bisschen eskaliert, würde ich so sagen. Letztendlich mussten wir dann aus der Stadt flüchten, weil die Ritter hinter uns her waren und jetzt sind wir hier draußen und ja, okay. Boah, schon wieder. ああ。結界の外には、ごく当たり前に魔物が生息しているんですね。ああ。結界の外が危険だというのを実感します。結界の中じゃ魔物の心配なんかしなくてもいいもんな。気を抜かないようにしねと。 Okay. Und ja, Mordio ist ja, glaube ich, hier weggerannt zur nächsten Stadt. Ne? Also da kommt uns eigentlich genau recht, dass wir, was ist das da hinten, dass wir jetzt auch draußen sind. Ne? Also mehr oder weniger hat sich alles so. Objekte können an zahlreichen in der Welt verschreitenden Suchpunkt gefunden werden. Wenn die Suchpunkt minärt, ne, dann ah, okay. Cool. Also mehr oder weniger alles hat sich irgendwie so Entschuldigung. So wie wir es mehr oder weniger geplant hatten ergeben. Habe ich schon gegen dich gekämpft? Ich glaube nicht. Guck mal, gar keinen von euch schon gekämpft. Mach gegen Feuer. Ja, noch mal bitte. Estelise, welche wir ja zu Estelle umgetauft haben, einfach so. Ich sollte vielleicht auch ein paar Kämpfe machen, weil, weiß ich nicht. Estelle und Yuri, Estelle und Repeat sind beide noch, ich glaube, Level 6 oder 7, ne? Wenn Yuri Level 8 ist. Also wäre vielleicht besser, wenn wir uns ein bisschen hier den Kämpfen ranhalten. Nicht zu viele, aber am besten ein paar. Hm.
Wieso erinnert mich irgendwie an Kakashi? Der hat auch irgendwie so eine Narbe auf der linken Seite und weiß nicht. Ja, schon alles. Die einzige Verbindung. Machen aber nicht viel Schaden mit Repeat. Da will ich mir halt nur ein. Oh, ist gut. Wie fühlt sich stark? Nicht das Zeug zur Magie. Da bin ich einfach nur dumm. Also bist du faul. Halten sich relativ kurz die Skits, habe ich so ein Gefühl. Ja, wenn wir dafür sehr viel mehr haben oder so, ne? So, schon wieder ihr. Wie könnt ihr hier und da hinten sein? Oder sind da zwei andere? Nee. Danke, pennt schön. Ja, warum nicht? Fühlt sich geil. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein Skit oder so. Gibt es ja manchmal, wenn man irgendwo übernachtet. Vielleicht muss ich ja irgendwie übernachten. Ich mache einfach 50 Gold, mein Gott. Ich guck mal dahinter. Ich bin voll paranoid. Ey. Ich kann ja doch Baron spielen. Da hinten war noch irgendeine andere Stadt oder ein Dorf oder was weiß ich. Oder ja, wie ein Grenzpunkt oder irgendwie so was. Oder eigentlich auch da oben können wir auch hin. Und eigentlich schon gesagt, in welche Richtung wir so hin müssen und was wir machen müssen. Also Mordio müssen wir verfolgen, aber und Flynn müssen wir ja auch finden, genau. Estelle will ja Flynn suchen. Juri will, glaube ich, Mordio suchen, oder habe ich da wieder was falsch verstanden? Er ging alles so schnell. In einem Moment waren wir noch, hier ist überhaupt nichts. In einem Moment waren wir noch, weiß ich nicht. Wollten wir nur so ein Wasser Blastia zurückholen. Dann haben wir auch gestohlen, dann sind wir ja größer als die Hauptstadt. Gut. テートもすごく広いと思いましたけど、外はもっと広いじゃないですか。あの空なんてどこまで続いてるんでしょう。まあ、その気持ちもわからんではないか。下町に比べりゃバカみたいに広いもんな。 Ja, genau, meine ich, die Skits sind halten sich sehr kurz. So, kann ich irgendwie meine Karte aufrufen? Oh, okay. Hey. So ein bisschen Angst, falls irgendwie nächster Boss oder irgendwie sowas kommt. Also in letzter Zeit, wir hatten ja so einen etwas holprigen Start, ne? Also falls er jetzt erst einschaltet, wir haben schon ordentlich auf die Fresse gekriegt bei den ersten Bossen. So wortwörtlich die ersten Bosse. Habe ich euch schon? Nein. Oh. Also gut, die sind noch Level 7, also gut. Also sobald wir auch drei Leute hier sind, ne, ist halt viel einfacher. Wenn nur Juri waren, war alles sehr viel schwieriger. So, ich gehe mal gucken. Also Weltkarte. Ja. Nach Norden, junger Mann. Wohin gehen wir? Nach den Aspio, also Richtung Norden. Aber hier ist noch was. Da kommen wir wieder zurück. Nee, da kommen wir nicht zurück, merke ich gerade. Ich muss ja hier gucken, ne? Wird ja wahrscheinlich dann freundlich irgendwie darauf hingewiesen, ey, du musst nicht dahin. Da ist ein Wald. Sieht irgendwie so aus, als wäre da irgendwie ein Wald, wo wir reingehen können oder so. So, zwei Gegner. Gehen wir da mehr Erfahrungspunkte.
weiß ich nicht. Ich kriege auf jeden Fall mehr Gegner, also müssen wir ja auch mehr Erfahrungspunkte kriegen. Wolfkampf, Hundekampf. Repeater hat aber nicht so viel AP. Aber wir haben ja eine Heilerin jetzt. Kannst ruhig ein paar mehr Arzt raushauen, Juri. Also muss nicht so sparsam sein. Okay, macht auch. Ja, du hast nur Arzt einsetzen sich gerade. Okay, warte, ich beschütze dich. Mein Gott, wie viel hältst du aus? Mach ich echt so wenig Schaden mit Repeat? Ah. Okay, Juri, ich kann nicht zu dir wechseln. Im Notfall. Nicht mich. Hallo Juri, danke. Ja, gut. Gute Arbeit. Gelbasis. So, das neue ist Viech. Frage ist jetzt, um sich zu verirren. Was denn wirklich durch die Festung Daedon angeht, ist das richtig? Waren wir nicht schon mal? Oh, was ist das? Dieser Wald. Oh, schon gut. Lass uns umkehren. Ja. Okay. Ist gut. Meine gleiche Szene. Da kann ich nicht überspringen. Hätte sein können. Vielleicht wird er jetzt genau was anderes gezeigt. Also so ein Bienengegner will ich nur erledigen. Ist aber nicht mehr hier. Da. Oh ja. Ich noch alle Gegner hier finden, hallo. Also müssen wir leveln. Repeat macht viel zu wenig Schaden. Ich glaube, wir können ja irgendwann neue Ausrüstung also verkaufen, weil daran liegt es auch so ein bisschen, ne? Also veraltete Sachen haben. Ich habe gleich keine TP mehr. Aber wir wissen ja, wie wir wieder heilen. Ne? Wir machen einfach nur normale Angriffe. Dann kriegen wir unsere Dinger wieder. Und der rennt einfach nur weg. Gut. Oh, bleib hier. Wir rennen weiter weg. Also. Wow. Ich weiß nicht, wer du so blöd bist. Mein Gott. Gut, dann wieder zurück. So, nur noch einen Kampf und dann sind wir mit Repeat aufgelevelt. Machen wir das noch schnell. Wenn wir es noch mal hochheilen in diesem Ding. Ich hoffe, da drin kann man sich ja auch irgendwie heilen, ne? Also irgendwie eine Gaststätte oder was weiß ich ist. Man zählt. Am Bett dann einfach nur so am Boden ist. Halt. Okay, ich dachte da stand Minicode. Also Du willst auf Estelle losgehen, ne? Ja, die geht auf dich los. Was machst du jetzt? Naja, boom. Sollte echt darauf achten, dass Gegner nicht zu Estelle angehen, ne? Also immer schon auf die gehen, die in der Nähe von Estelle sind, ne? Haben wir vielleicht eine Idee. Mein Gott, so intelligent habe ich früher nie irgendwie gespielt, habe ich so das Gefühl. Hey. Aber außerhalb des Rings muss immer, kann immer jemand ausziehen. Da, wir haben noch 2 TP. Ja,
aber ihr klappt das nicht so, ne? Gut. 587, lernt er was Neues? Das sieht man den nicht, ne? Okay, geh mal rein. Sehr drin Zelte. Bitte heil mich. Bitte verkauf was. Ich muss mich mal gut rüsten hier für mein Abenteuer. Festung Daedon. Wir sehen ja überhaupt nicht aus wie Hauptcharaktere oder so, ne? Ja, oben sehe ich eine Leiter. Ach, die geht gar nicht bis ganz unten. Ja, meine Mitstreiterin verloren. Wo ist sie hin? Oh, geil. Eingebaute Waffenfähigkeiten, was? Aber die sagen mir, wir können mit Klamotten hier neue Sachen lernen. Stehe auf solche Sachen. Ich finde immer so gut, wenn irgendwie so Spielmechaniken irgendwie so erklärt werden im Spiel, also mit Hintergrund und also was. Er hat sich auch nur aus dem Buch gelesen, oder? Okay, ich dachte in diesem Buch, aber okay. Ich kaufe einfach alle. Problem gelöst. Läuft das so wie Final Fantasy 9 oder irgendwie sowas? Okay. Das ist nicht so wie Final Fantasy 9. Ja, die kenne ich. Nirgendwo anders auf der Welt gibt's Monster. Wie so eine kleine Zimtrolle. Kampfbuch.
Nur zur Waffenart. Schlag nach, wenn du mehr wissen möchtest. Erstmal will ich Sachen kaufen. Du. Wie ist der? Vega. Willkommen. Das ist jetzt alles nur Übung. Übrigens, war brauchst du etwas Bestimmtes? Ja. Zauberstab. Ach sie, okay. Ich dachte, wir werden ja irgendwie gespoilert. Objektwerfer, Rückschritt. Karakaze. Was? Ja, will ich mehr Verteidigung oder will ich mehr Angriff? Ich stehe echt auf Angriff, ne? So, ich nehme an, oben 23 bedeutet, gehen um 23 hoch. Da kaufen wir für jeden hier eine Waffe. Und kaufen wir hier ein und hier ein. Repeat muss nur nackt rumlaufen. Brot, Ei. Nee. So. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier alles voll haben, ne? Warum sind da zwei Fragezeichen? Ja, ich glaube, wir haben noch genug. Hiervon können wir ein paar holen. So, Objektwerfer. Und dann lernen wir die nach der Zeit, wenn wir ihn lang genug ausgerüstet haben, oder? So läuft das doch. Sie kann Säbel und Zauberstäbe ausrüsten. Cool. Hartkettenpanzer. So, Hauptsache, wir bekommen nicht so zufällige Sachen, ja. So wie Tales of Zestiria oder so. Die gedroppt werden und dann immer zufällige Werte haben und all sowas. Und sowas stehe ich nämlich nicht so. Ich habe doch schon wieder Synthese gelesen. Oh nee. So, so, Waffe. Ermöglicht Objekte an einen Freund zu werfen. Ah. Oh. Wir hätten die vorher nicht ausrüsten können. Zauberabwehr. Realisiert die erlittenen magischen ist nur während gehaltener Abwehrwechsel. Ah, ja, gibt es auch in älteren. Rückschritt ausweichen. Okay. Das sind so ein paar Standardsachen, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Ja, wer bist du? Das Lager für die Festung. Das Lager wird vom Markt der Fortuna verwaltet. Das überhaupt nicht aufgeräumt ist, wäre es mir lieber, wenn du nicht reingehen würdest. Ich gehe da rein. Hi. Oh, ich dachte, er spielt jetzt gerade irgendwie Violine mit seinem Schwert. Diese Station ist ausschließlich Wachen vorbehalten. Unbefugt ist jetzt nicht gestattet. Deswegen schmeiß ich dich jetzt sofort raus. In diesem Moment. Genau jetzt. Hi. Die Vorräte sind ausschließlich für die Grenzposten bestimmt. Ja, aber ich kann nichts davon abgeben. Ich nehme mir was. Jetzt einen Stapel Äpfel, ein paar davon zu nehmen wäre nicht richtig. Ja, er klingt irgendwie gar nicht nach mir. So, wir können jetzt einfach hier rüberlaufen, ne? Und auf der anderen Seite runterklettern, ne? So läuft das doch. Ja, wir nehmen einmal Milch und Ei mit. Also Äpfel dürfen wir nicht stehen, aber Milch und Ei. Ich sehe gerade, unser Schwert sieht ein bisschen anders aus. Mann, hier bin ich schon richtig, ne? Sieht schon so ein bisschen richtig aus. Truhe, Truhe, wie ist nix. Hi. Wie, du sollst nicht hier oben sein. Wie vermutlich bemerkt hast, kann man diesen Ort von unten nicht sehen. Das ist großartig. Hier ist überhaupt nichts. Dreck. Du siehst sehr wichtig aus. Du kannst auch im Intro vorne. Was? Ich bin eindeutig menschlich. Blastia-のことか。人の気持ちまでは分からねえけど、何の因果がこの世に生まれてきちまった以上、やれるだけのことをして精一杯生きようとするのは、それもまた
sind die können. Na, oh. Sie ist überhaupt nicht böse. Ist das heiß? Nein, du bist heiß. Nee, ist das eher putzig? Weiß ich nicht. Hier, diese eine Charakterin aus dem Intro, die ist heiß. Der Rest ist putzig, finde ich. Genau, ganz Charakter schon vom Intro. Was ich ja rausschneiden musste, weil ich habe es erst mit Intro hochgeladen, aber dann hat doch YouTube gemeint, ne. Habe ich es doch rausgeschnitten und ich hoffe, es hat niemand gemerkt. Wir müssen immer neu durch. Der Pri hält die Festung für einen großen Gegner. Er wird hineinstürmen und wenn er merkt, dass es nicht zu gewinnen kann, kehrt er zurück ins Nest. Warst du da? Guck mal unser neues Schwert an. Repeat, übersetze. Oh. Also schön, ich hatte meine Ruhepause. Jetzt ist es an der Zeit aufzubrechen. Natürlich kann ich nicht alleine sein. Ich muss warten, bis alle anderen bereit sind. Ich bin dir schon geredet. Ich werde nach Halua aufbrechen. Halua ist reich an Heilkräutern und ähnlichen Dingen. Lass mich raten, wir wollen jetzt hier durch, aber wir dürfen nicht. Und dann müssen wir durch den Wald gehen, ne? Irgendwie sowas müssen wir doch bestimmt machen. Blütenschau sogar in einen guten Tropfen mit Schatten. Der Baum von Halua macht all die Risiken der Reise wett. Ein Riese. Ich muss meinen Wagen steigen und meine Ware ausliefern. Alle waren auf dieses Zeug. Ah, hier geht's da noch richtig, so richtig tief rein. Denk nur, wie viele Leute nie in den Schutz der Barriere verlassen. Ich bin froh, dass ich hier rumkomme. Ich bin unterwegs, um Waren von Saphirs nach Halua zu liefern. Die Gebiete hinter der Barriere mögen zwar gefährlich sein, aber darüber dürfen wir Händler uns nicht beschweren. Man wird schon ziemlich flink, wenn man den ganzen Tag von Monstern davon rennt. Geil. Kannst du auf deinen Verkaufsschild packen. Kauf diese Ware. Ich habe gerade so überlebt. Ja, ich habe gerade ein magisches Auge weggeworfen. Und hineinzugehen wäre ziemlich unhöflich. Ach, was? Bestimmt hier was Wichtiges, ne? Und sind Unterkünfte für Reisen, die Festung besuchen. Wir machen kostet 100 Geld. Möchtest du bleiben? Ja, warum nicht? 100 Geld ist doppelt so viel, als ich bei diesen einen Typen da bezahlen muss. Ziemlich mieses Geschäft. Nur noch selten wieder, aber das ist immer noch besser als der Straße, ja. Repeat müsste mehr AP bekommen als Estelle. Und nicht als Juri, oder? Keine Ahnung. Mann, bin ich müde. Ich will nicht mehr ins Zelt schlafen. Ich will in mein schönes, weiches Bett. Ich habe immer gesagt, dass ich nur einmal aus der Stadt raus will. Und ich weiß jetzt, einmal auch genügt. Meine Frau sagt zwar, sie wollte mitkommen, aber jetzt hört sie nur noch. Auch mir macht das keinen Spaß. So viel Monster. Das ist mein letzter Ausflug außerhalb der Barriere. Okay. Bei dir bimmelt's, Kollege. Was ist los? Krieg? Monster. Oh nein. Ey, passt auf, da sind noch Leute am Laufen. Ist gar nicht wahr. Dieser Pisser. Sie bestimmt den Knöchel verletzen, ne? Was grinst denn du so, Juri? <lacht>
Wir packen das schon. Nein, ich habe eine dicke Rüstung, bin Ritter. Ich habe Angst vor dem Hund. Okay, der Hund hat eine Narbe im Gesicht und ein Schwert im Mund, also. Ey. Keine Angst, Alter, wir sind schon fast drin. Oh nee. Ich kann laufen, das ist ein Wunder. Ich mache das, ich will cool aussehen. Sehr gut. Das war cool. Ich habe erst ein Wimpsen gekommen von den Kämpfen. Was zum Teufel? Der Typ einfach nur so, was? あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇ってもって帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。 そこの2人、少し話を聞かせてもらいたい。あ、つけ、ärger。Noch härter。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力をあなどるというのだな。Alter, der ein Riesenschwert. Alle Leute aus dem Intro. Wie wär's, wenn wir zu diesem Wald gehen, in dem wir uns vorher verirrt haben? Ziemlich viel Aufsehen. すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たく、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのはユーリですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい。フレンが話してた通りの人なんだと思って。 Alles klar. Hi. Wir verfluchten Monster. Ich kann nicht glauben, dass sie uns aufhalten können. Ah. Oh, es reicht, um mein Herz mit Hass zu erfüllen. Was? Du bist auch putzig. Du bist klein, sehr klein. Cool. Von denen werden wir wahrscheinlich nie wieder in diesem Spiel was sehen, ne?
Gut, gehen wir mal dahin, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Was? Wir müssen noch mit Leuten reden. Muss ich ja übernachten? Müssen wir mal auf den Arm nehmen, ne? Muss ja bestimmt übernachten. Okay. Hi. Nee, Anata. Watashi no shita de hatarakanai? Boss ni taishite shitsure da zo. Enji wa dou shita? Nanori mo sezu ni kane de tsuru no wa shitsure tte iwanai nda na. Ya, benkyou ni natta wa. Omae! Yosou dori omoshiroi ko ne. Watashi wa Gildo. Gildo do Marche no カウフマンよ。商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。うん。ギルドね。だ、こんで2つ目だね。まずは。私今困ってるのよ。この地響きの元凶のせいで。あんま想像したくねえけど、これって魔物の仕業なのか? ええ。平原の主のね。ジンバ。平原の主。魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って、世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか?先を急いでるんです。バルト、バルト、バルト。平原の主が去るのを待つしかないんじゃない?焦っても仕方ねえってわけだ。 待ってなんていられません。私、他の人にも聞いてきます。うん。流通まで取り仕切ってるのに、別の道本当に知らないの?主さえさればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど、協力する気は?防衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。 冗談はやめて。次、アナンドが2人だ。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。2人もないメール。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに、今更助けてくれはないでしょう。当然。騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。へえ。自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。 ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。けど、別名じゃん。通らない。ってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子は。 もっと好きだけど。礼は言っとくよ。ありがとな、お姉さん。仕事の話はまた縁があれば。Na gut. Alles klar, ich weiß, wo wir hingehen. Da, wo wir schon vorher waren. Estelle. ちょっと休憩です。 物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。あ、そう。じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え?わかったんですか?待ってください。ギルドン。さっきの道を教えてくれたお姉さん、ギルドの人間だって言ってたな。ギルドのマルシェのカウフマンさんですね。 帝国の市民権として自由に生きてる連中。オンラインカウフマン。ギルドにはギルドに興味があるんです?いや、興味ってか、ちょっと珍しくてな。デートには騎士の護衛は受けないなんて着物座ったギルドの人間いなかったからさ。この先もギルドの方々に会う機会があるかもしれませんね。 Die war noch nicht aggressiv, verstehst du da? Okay, ich dachte, da waren die drei am Pennen. Aber anscheinend nicht.
Gut, dann gehen wir mal Richtung Wald. Wir sind ja schon im Weg, ne? Lass mal ein paar Kämpfe auf dem Weg dahin machen. Weil ich wissen will, ob wir irgendwie die Sachen hier leveln, die wir ausgerüstet haben. Oh, warum habe ich auf einmal so gepufft? Wollte ein Monster da auftauchen? Wie kann es das wagen? So, erlernt. Sichelzahn. Das sah ja noch ein Angriff nach oben aus. Ja. Yep. So, wir haben jetzt etwas. Ja, guck dich mal das an. Wir ziehen jetzt 100 ab. Ja, schon viel besser. Bleib hier. Der Gefäß nicht weg. Wenn ich mit dir kämpfe. Komm her. Boom. Okay, wir kriegen Apfelgummis ausgezeichnet. So, aha. Gut. Wenn wir die ausrüsten, dann lernen wir die Sachen. Alter. Das ist gut zu wissen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Komm her. Sollte vielleicht nicht so viel TP und also was verbrauchen, aber was soll's. Ich meine, wir haben noch genug Orangengummis, ne? Ja. Ich habe voll viele bekommen, als ich gegen diese Ritter gekämpft habe, glaube ich. Was du denn? War. Oh mein Gott, ich habe echt nicht viel TP. So, wir kriegen ganz schön viele Sachen auf einmal. Sie zu und lerne. あんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？ だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。よく見てるな。はい。人を見るの好きなんです。 Am besten, wenn sie es nicht wissen. Stalk. Ja, komm, ich mache ihn auch fertig. Dann reicht das für diesen Part. Ja, wie man sieht, mach so 45 Minuten Parts ungefähr. Weil das ist ein Rollenspiel. Rollenspiel haben so die Angewohnheit, sehr lang zu sein. Also 45 Minuten finde ich ist angemessene Zeit so. Mit halbwegs, oh Gott. Kamera direkt durchgegangen von ihr. Wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, so 45 Minuten Parts machen, dann finde ich, wird das Projekt nicht allzu lang und hoffentlich eine angenehme Länge, die auch mit allem möglichen gefüllt ist, also Story, Kämpfe und also was. Ja, gib mir meine TP. Boah. Oben. Bei denen ich jetzt in der Luft jonglieren können, ne? Komm her. Oh. Gut, dann war's das für diese Folge. Außer es kommt noch ein Skit. Ja. Gut. Wir haben kein Level, doch mit Repeater mal ein Level erreicht. Ich hoffe ja, es wird nicht mehr so schwierig in nächster Zeit. Und ja. Gucken wir mal. Wie sieht es hier aus? Geht. Alles klar. Ja. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.